Sag mal, natürlich war jetzt die Europameisterschaft, war jetzt natürlich in dieser Saison nicht der Hauptfokuspunkt. Das heißt, jetzt geht es natürlich direkt weiter mit dem nächsten Trainingsblock Richtung Tokio. Aber trotzdem dann, sage ich mal, hat man sich mit einer Pizza dann begnügt als Zelebrierung. Und ja, das Lob des Trainers ist ja auch Feier genug dann. Darum habe ich mich dann damit begnügt, bis dann die Spiele vorbei sind und dann hoffentlich auch wieder ein bisschen Normalität reinkommt. Wird für mich erstmal hauptsächlich um den Reiz gehen. Also jetzt, wir sind aktuell voll im Ausdauertrainingsblock. Das heißt, die Zeit ist jetzt eher sekundär vor Ort, sondern primär wird dann wirklich der Reiz der Fokus sein. Aber es freut mich natürlich immer wieder in Berlin schwimmen zu können. Super Becken, macht immer Spaß, die Atmosphäre dort, und ist natürlich auch schon mal wieder immer wieder ein bisschen Adrenalinkick, wenn man da ist. Und da denke ich mal, dann vielleicht kann ich mich auch selbst noch positiv überraschen dort. Im Becken haben wir ein positives Konkurrenzverhalten. Also ich sehe ja, sag mal, wir sind jetzt keine Feinde oder so. Man guckt sich nicht grimmig an im Vorstart, sondern man unterhält sich ganz normal freundlich. Und ja, im Becken, das ist dann, ich sag mal, die Arena, da kämpft jeder dann für sich, aber außerhalb kommen wir doch sehr gut miteinander klar. Ich meine, auch wir sind ja auch generell das deutsche Team, sind wir sehr kollegial untereinander, und ich gehe jetzt keinen, mit dem ich da jetzt sage, okay, mit dem habe ich Streit oder. Darum finde ich das auch sehr super, dass da auch, ich glaube auch von Fabis Seite ist das da sehr, sehr kollegial, auch als er dann nach seinem deutschen Rekord dann nochmal betont hatte, dass er dann auch sich, auch für die Staffel sich erhofft, dass ich dann auch nochmal nachziehen kann. Und das natürlich zeigt dann auch nochmal auch von seiner Seite, dass wir da doch ein sehr positives Verhältnis zueinander haben. Also das pusht einen selbst auch nochmal, wenn man sieht, okay, jetzt hier, Fabian war sehr schnell. Da bringt man dann selbst auch noch mehr Elan ins Training und sagt, okay, an die Zeit möchte ich rankommen. Da will ich auch oben mitschwimmen. Meine Bestzeit natürlich noch mal deutlich unterbieten. Also das ist so mein Hauptziel. Ich sag mal, damit würde ich mir natürlich sehr erhoffen, dass ich dann auch in die nächste Runde weiterkomme, ins Halbfinale. Und eine konkrete Zeit habe ich meinem Trainer schon grob erarbeitet, aber die möchte ich dann lieber erst in Tokio zeigen. Also Berlin ist ein super Becken und wir hatten nicht so viele Möglichkeiten, dieses Jahr schnell zu schwimmen. Von daher finde ich, also besser geht's nicht. Auf jeden Fall nochmal zeigen, was man kann. Mal gucken, wie die Karten liegen, wie es aussieht. Ganz ehrlich, natürlich, also wenn der eine oder andere Titel rausspringt, da wäre ich natürlich überglücklich mit. Am Ende muss man sagen, ich glaube, ich hatte jetzt. Der volle Fokus war ja auf der Olympia-Quali, die dann vor 6 Wochen war. Mit der Qualifikation für die Europameisterschaften hatten wir nochmal jetzt den Fokus halt in den 4 Wochen halt auf die Europameisterschaften gesetzt, wo ich nochmal meine Leistung bestätigen und sogar verbessern konnte. Und wurde jetzt sogar auch noch geimpft letzte Woche und lag ein paar Tage flach. Und also ich freue mich auf einen Wettkampf, schnelles Becken, schnell zu schwimmen, zu gucken, was geht. Aber mal gucken, was da rumkommt. Auf jeden Fall freue ich mich. Ah ja, also ich glaube, ja, 2013 hatte ich den deutschen Meistertitel über die 400 Lagen erschwommen. Und ich glaube, danach hatte ich ein paar Schwierigkeiten. Ich glaube, ich habe ein bisschen den Spaß am Schwimmen verloren. Aber am Ende habe ich mir überlegt, ich möchte den Schwimmsport nicht auf dieser Note beenden. Und wenn ich den beende, dann halt auf jeden Fall mit einem Lächeln. Und ich bräuchte dafür einfach neue Reize. Und die habe ich dann mit dem Studium in Amerika gefunden. Da habe ich den Schritt gemacht, ein Auslandsstudium und den Sport dort zu verknüpfen. Und ich glaube, da konnte ich wieder so ein bisschen Fuß fassen. Motivation, Spaß kam wieder. Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung, wenn man jetzt am Ende hinguckt. Und ja. Ich hatte fast mit dem Gedanken gespielt, 2020, 2021 aufzuhören. Aber dadurch, dass dieses Jahr, würde ich sagen, echt ich nochmal eine gute Entwicklung gemacht habe und den Spaß vor allem wieder jetzt gefunden habe, freue ich mich auf die nächsten 3 Jahre. Ich glaube, ich möchte auf jeden Fall bis 2024 weitermachen. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Startpunkt, den ich jetzt habe. Und es geht nur noch aufwärts von hier.
Genau. Meine Eltern leben in Brandenburg, richtig Stadt Brandenburg, und ich bin in Potsdam geboren, deswegen ist es immer wieder schön, in die Heimat zurückzukommen, ja. Wir haben jetzt aktuell viel trainiert, haben so ein bisschen versucht, nochmal an den Stellschrauben zu drehen, was nicht geklappt hat bis zur Olympia-Qualifikation, um in Richtung Tokio nochmal einen draufsetzen zu können und die Leistung von 2019 anknüpfen zu können. Und dann hat sich der Wettkampf angeboten, gerade mit wenig Wettkämpfen im Verlauf des Jahres, da nochmal Wettkampfpraxis zu sammeln und zu gucken, wo man steht. Gibt es da bei dir eine Strecke, die du ganz besonders hochhängst, sage ich mal, was den Fokus angeht? Ja, also klar, am meisten Spaß macht mir die 200 Kraul, gerade im Blick auf Tokio. Aber ich glaube, 200 Kraul, das könnte fast am schwierigsten werden jetzt im aktuellen Saisonzyklus. Dadurch, dass jetzt gerade einfach viel geschwommen wird, wird es, denke ich, eher auf 400, 800, 1500 besser laufen als auf 200. Aber da sind wir am Soll und das ist eingeplant. Deswegen einfach mal überraschen lassen. Im Training schwimme ich immer relativ viel Kraul und meine Trainerin versucht da ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Und dann habe ich ihr gesagt, ich brauche einen Grund, damit mal ein bisschen Lagenschwimmen im Training drin ist. Und dann meinte sie, ja, dann schwimm doch mal die 400 Lagen bei den Deutschen. Und darauf habe ich gesagt, alles klar, dann melden wir das einfach. Und dann kam dazu, dass Philipp Heinz sich bei der WM im Vorlauf 400 Lagen verletzt hatte und das nicht geschwommen ist. Jakob Heidmann keine Lust hatte. Und dann bin ich halt einfach angetreten, ja. Und hat es irgendwie gereicht. Ich kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen. Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass die Olympischen Spiele stattfinden. So wird es aktuell vom IOC kommuniziert. Klar liest man auch, was in Japan im Land passiert, wie da die Meinung ist. Aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir relativ wenig Kontakt zur Bevölkerung. Und am Ende, denke ich, werden die Olympischen Spiele schon stattfinden, ja. Nee, 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 ganz weit unten, am liebsten vom Startblock, so aus der Höhe. Und vielleicht würde ich den Arschbomben-Contest gewinnen, aber mehr auch nicht.